Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver Nuzlocke Challenge. Wir stehen hier auf der ersten Route und dürfen jetzt endlich, da wir Pokébälle bekommen haben, endlich unser erstes Pokémon fangen. Cookie, was sagst du denn dazu? Cookie, scheint es nicht schnell genug zu gehen. Ja, da stimme ich dir zu. Na komm. Okay, welches Pokémon ist es? Welches Pokémon ist es? Komm schon. Und unser Routen-Pokémon ist ein Taubsi. Jawohl. Das finde ich gut. Taubsi, damit kann ich echt leben für die Route. So, Beutel, Bälle. Dann werfe ich doch mal einen hyper krassen Pokéball. Bam. Und, jo. Taubsi wurde gefangen. Oh ja, und es ist ein weibliches Taubsi. Es ist meist in Wäldern anzutreffen, es ist ruhig und verjagt seine Feinde, indem es Sand aufwirbelt. Taubsi ist geil. Tauboga und Taubos sind einfach nur awesome. Ja, ich muss Taubsi sogar einen Spitznamen geben und wie nenne ich Taubsi denn mal? Moment, ich versuche mal gerade. Ich weiß nicht, ob der Platz ausreicht. Super. Doch, es passt genau. Taubsi, du heißt nun Superwoman. Ja, das war doch recht unspektakulär, aber sehr erfolgreich. Ich hatte mir für die erste Route auch ehrlich gesagt einen Taubsi gewünscht, muss ich sagen. So, dann müssen wir wieder hier oben lang. Ein wildes Taubsi, ja, wir haben schon ein Taubsi. Dankeschön. Was ich aber mal machen könnte, ich könnte unser Superwoman... Was hast du für ein Wesen? Hastig. Impulsiv, okay. Adlerauge, verhindert Verlust von Genauigkeit. Nice. Okay, wie tausche ich dich denn? So, ich hätte dich gerne mal an die Spitze. An der Spitze, meine ich. Oh mein Gott. Los, Superwoman! So, Cookie. Tauschen. Wir müssen Superwoman, ja, gleich mal natürlich mal ein bisschen nachleveln. Das lässt sich nicht verhindern. Cookie, Tackle-Attacke. Bam! Na du Visor. Mit Visor wäre ich ehrlich gesagt auch zufrieden gewesen, aber ich hatte in Silber ja schon ein Visor, also... Naja, Taubsi finde ich schon geil. So, da kann ich wieder eine Aprikoko pflücken. Bam, bam, bam. Eine Aprikoko grün. Ach ja, na Superwoman, wie geht's? Superwoman scheint es nicht schnell genug zu gehen. Mensch, ihr seid aber beide, ey. Ihr wollt es aber beide wissen. Wollt ihr nochmal ein bisschen trainieren? Oh, Taubsi gegen Taubsi. Los, Superwoman. Bam. Sehr gut. Ja. Superwoman! Sehr gut. Ihr könnt beide nur tackle, ne? Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ey, wieso fängst du an? Okay,
Cookie, spring mal bitte gerade ein. Ja, an Cookie beißt du dir die Zähne aus, mein Bestherr. Bam. So, Rosalia City. Da sind wir wieder. Dann schneiden wir doch mal im Pokémon Center vorbei. Und dann würde ich sagen, können wir uns eigentlich gleich die Route da drüber vorknüpfen. Wieso brummt mein Laptop eigentlich schon wieder so? Ich stelle den mal ein bisschen weiter weg. So. So. Okay. Guten Tag, ich möchte einkaufen. So, was möchte ich denn kaufen? Wie viele Tränke habe ich noch? Ich habe noch 4 Tränke. Könnte ich einfach mal 2 mitnehmen? So, Pokéball habe ich noch 4. Da könnte ich eigentlich noch 4 mitnehmen. Ja, komm. Vielleicht klappt ja nicht alles jetzt immer beim ersten Mal. Das könnte durchaus passieren. So, ne, ich möchte nichts mehr. So, ich würde sagen, dann können wir eigentlich schon die nächste Route machen. Und zwar die Route 30. Ich gucke mal auf meinen Pokécom auf der geilen KD. Genau, auf Route 29 dürfen wir nun nichts mehr fangen, in der Anfangsstadt sowieso nicht mehr. Rosalia City halte ich mir mal offen, da angle ich dann später mal, denke ich. Route 30, okay. So, dann setze ich einmal gerade unseren Cookie wieder nach vorne. So, dann hoffe ich jetzt wirklich inständig, dass wir hier keinem Taubsi begegnen, weil Taubsi darf ich jetzt nicht mehr fangen. Okay, komm. Kein Taubsi. Und das Pokémon ist... Es ist ein Hornio, nice. Jawohl. Ein männliches Hornio. Boah. Okay. Das ist schon mal sehr gut gelaufen. Pokéball, bam. Wie, fast hätte es geklappt, willst du mich verarschen? Ey, kein Giftstachel, ne? Aufpassen. Aua, das war so klar. Das war so klar. Hornio? Bleib gefälligst in diesem scheiß fucking Pokéball drin. Hornio, willst du mich eigentlich verarschen? Okay, das Ding will nicht drin bleiben. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, sag ich mal. Okay, Moment, ich wechsle mal gerade. Auf unser Superwoman. Dann werden wir das gute Stück mal ein bisschen schwächen. Superwoman, Tackle, Attacke. Ja. Mach mich noch langsamer, genau. Bam. Los, Superwoman, mach es fertig. Also nicht fertig. Nicht vergiften, nicht vergiften. Das, Alter, ohne Spaß. Ohne Witz. Okay, komm, einmal geht noch. Ja, komm, setz doch deinen Scheißgiftstachel, ohne Witz. Bam.
So, dann wollen wir wieder zurückwechseln auf unseren Cookie. Streng dich an, Cookie! Ponyo, würdest du bitte in diesen scheiß fucking Pokéball gehen? So, Beutel, Bälle, Pokéball. Jetzt bleib da drin, du scheiß Ponyo. Ich darf hier nichts anderes mehr fangen. Ja? Ja, endlich. Leck mich am Arsch, ey. Boah, Alter. Was ein Krampf. Es greift mit dem 5 cm großen Giftstachel auf seinem Kopf an. Es ist stets unter Laub anzutreffen. Ja, das habe ich gemerkt. Ja, ich möchte Ponyo einen Spitznamen geben, aber ich weiß eigentlich noch nicht welchen. Es ist ein männliches Ponyo. Boah. Wie könnte ich es nennen, was später zu einem Bebop passt? Ich glaube, ich habe eine Idee. Moment. Ich nenne es den Veggie-Man. Jupp. Ponyo, du bist nun Veggie-Man. Oh yeah. So, würde ich mal sagen. Zurück ins Pokémon Center, ja. Ja, Taubsi, zum Glück bist du nicht gekommen. Zum Glück bist du nicht gekommen. Ach ja, stimmt. In dieser Edition können die Pokémon ja nicht mehr an Gift sterben, wenn man unterwegs ist. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt auch damit gerechnet, dass das sowieso hält. Wäre das in der Edition nicht mehr der Fall, also nicht der Fall gewesen, dass die Pokémon durch Gift nicht sterben können in der Bewegung, dann hätte ich jetzt blöd geguckt, dann hätte ich gerade unser Superwurm verloren. Ich habe da eigentlich echt gerade nicht drauf geachtet. Ich dachte, ja komm, das reicht doch. Ach ja. So, hätten wir das eigentlich abgehakt. Tun wir mal den guten Veggie-Man nach vorne. Wie das Veggie-Man, hast du eine Clownsnase oder wieso sieht das so komisch aus? Wie geht's dir denn? Der Veggie-Man strotzt vor Energie, das ist ja wirklich phänomenal. So, dann würde ich mal sagen, stimmt, da oben waren ja noch Trainer, die könnten wir uns einfach vorknüpfen. Aber erstmal wieder. Bam, bam, bam. Ja, ja, der gute Kurt hieß er, glaube ich, hat später ganz schön viel zu tun mit den Pokémon, die sowieso größtenteils sinnlos sind. So, ich möchte gerade aber kurz zwischenspeichern. Moment. Bam. Nicht, dass hier gleich wieder irgendetwas einfriert. Das wäre ärgerlich. Wer stört? Ponyo, los, Veggie-Man. Können wir fliehen? Ja, können wir. Sehr gut. Alter. Wollt ihr mich... Okay. Okay, Ponyo, du hast es nicht anders gewollt. Du hast es nicht anders gewollt. Okay, dann tauschen wir mal. Auf Cookie. Gegen den Giftstachel. Ach, nicht schon wieder, ey. Ich dachte schon, der vergiftet uns jetzt sofort wieder. Wie, Cookie? Du hast dich getroffen, willst du verarschen? Cookie? Mach dieses Ponyo weg. Cookie, wenn ich bitten dürfte. Danke. Wer?
Speer. Gut. Krabam. Dum, 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 dum. Wow. Okay, ich hatte ja kurz Lag. So, hier geht es ja zu Mr. Pokémon, da wollen wir ja nicht hin. Du warst kein Trainer, ne? Genau. Mhm. Mhm. Aber du da bist ein Trainer und ich habe Gerüchte gehört, dass das Spiel da auch gerne mal einfriert. Deswegen werde ich gerade mal den Speicherstand von eben überschreiben. Aber ich denke, mit diesem gepatchten Spiel wird das schon nicht vorkommen. So, mein Lieber, wer bist du denn? Oh mein Gott! Eigentlich bin ich hier, um mein Team nach einer Niederlage aufzustocken, aber du wirst wie ein Schwächling... Was? Ach du, ach so. Aber du wirkst wie ein Schwächling auf mich. Prima, dich knöpfe ich mir vor, ja, wenn du meinst. Eine Herausforderung von Teenager Julian. Und eine Radfratz, oh my fucking goodness, los, Veggie Man. So, mit einem Schuss wird er mich wohl kaum umhauen, deswegen kann der Veggie Man durchaus mal die Giftstachel machen, habe ich gehört. Oh, er trifft doch nicht, das ist natürlich eher ärgerlich. Bam. Okay, das zieht so wenig ab, dass ich doch lieber wechsle. Und zwar auf unseren Cookie. So, die Tackle-Attacke. Aua. Ey, das tut ganz schön weh. Aua, pass doch mal auf, ey. Bam. So geht das, mein Lieber, so geht das. Und nochmal, bam. Und guck, ihr reicht Level 9, nice. Okay, die anderen müssen dringend nachleveln, habe ich gehört. Gibst du mir deine Telefonnummer? So können wir uns noch mehr... boah, Froschmalz. So können wir uns zu noch mehr Kämpfen verabreden. Ja, wenn es denn sein muss. Ja. Die Nummer wurde im Pokécom registriert. Prima, ich rufe an, sobald wir wieder... Sobald mir wieder nach einem Kampf ist. So, und du da oben bist dann logischerweise der gegen den... Julian verkackt hat. Hm. Veggie Man, was sagst du dazu? Mann, was ist mein Team heute motiviert? Leck mich am Arsch. Okay, Leute, go, go. Na, du bist doch ein Pokémon-Trainer, oder? Liefern wir uns einen Kampf. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Teenager Dietrich, oh mein Gott, und er hat ein episches Taubsi. Los, Veggie Man. Ja, wollen wir nochmal den Giftstachel einsetzen. Vielleicht vergiften wir ihn ja. Alter, das sieht so wenig ab. Leck mich am Arsch, ey. Okay, dann würde ich mal sagen, übernimmt Cookie das mal wieder. Wobei, es könnte auch unser Superwurm übernehmen, ist mir gerade so im Nachhinein eingefallen, aber egal, komm, es macht gut wie das. Wir wollen die EP da nicht noch mehr teilen. Aua! Sag mal, hackt's da oben oder so? Wow. Ein Kapischan. Ich bin zutiefst beeindruckt. Veggie Man erreicht Level 4, juhu! Ja, ich möchte das Pokémon wirklich wechseln und zwar zu Superwoman. Superwoman braucht nämlich auch EP. Okay, ich glaube, ich wechsle da mal gleich lieber zurück. Cookie, dein Typ ist wieder gefragt. Na du?
Rutschlag, das finde ich jetzt auch gar nicht nice. Okay, warte, bevor hier gleich noch ein Unglück passiert, setze ich mal Guarda ein und Trunk ein. Nicht, dass hier ein Unglück passiert, man weiß ja nie. Das wäre ziemlich, ziemlich scheiße, wenn wir Cookie verlieren würden. Wow. Du machst doch gar nicht wenig Schaden, mein Lieber. Cookie tackle es gegen die Wand. 24 EP, na, es reicht das für ein Level up? Nee, leider nicht. Okay. So, du möchtest aber nicht meine Nummer, oder? Nee, zum Glück nicht. Ja, es ist ein langer und harter Weg. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wieso leckt der Emulator gerade so? Hm, komisch. Was ich gerade nachgucken wollte, ist das hier... Das ist hier immer noch dieselbe Route, oder? Ja, das ist immer noch dieselbe Route. Wieso kann ich gerade nicht auf die Karte? Hm. Egal, das ist immer noch dieselbe Route. So, wer bist du denn? Ich selbst bin keine Trainerin, aber wenn dir ein Trainer in die Augen sieht, solltest du dich auf einen Kampf vorbereiten. Ja, das ist mir durchaus... Ja. Ponyo, guten Tag. Du musst jetzt echt ein Ponyo gegen Ponyo-Gefecht liefern. Ach, das zieht doch nichts ab, das bringt doch nichts. Hm... Tja, Cookie, ich fürchte, du musst in der Anfangsphase ein bisschen herhalten, um die anderen nachzuleveln. Das tut mir sehr leid, Cookie, aber es muss sein. Es lässt sich nicht anders regeln. Grabam. Wehe, du vergiftest mich. Wehe. Und Tackle, das geht natürlich daneben. Ja. Das war so klar. Das war so verdammt klar. Cookie, mach es weg. Bitte. Danke. Ich sollte aufhören, diese unnützen Kämpfe zu machen, glaube ich. 11 EP verwege mir nicht schlecht. Ach ja. So, ein Gegengift bitte einsetzen auf Cookie. Ach ja. Nein. Na, du sollst da oben hin, genau. So, du bist wieder ein Käferfuzzi. Ich bin gerade überlegen, ob ich Cookie noch einen Trank gebe, aber ich will nicht die ganzen Tränke raushauen. Hier, komm, den schaffen wir so, ey. Ohne Witz, der kann nichts. Ich suchte Käfer-Pokémon, doch ich fand einen Trainer. Ja, das ist... Unglaublich richtig. Du hast zwei Pokémon, oh mein Gott, ein Raupi. Ein Raupi hätte ich auch gerne gehabt. Ich finde Smecko total geil. Na du? Mal gucken, wie viel Schaden die Giftstachel macht. Bestimmt ultra viel. Wow, ich bin begeistert. Ja, Tackle zieht mir da wesentlich mehr ab. Kubi, du bist dran. Ey, lass das bitte. Tackle-Attacke. Raupi, könntest du das bitte lassen, mich einzuwickeln? Das finde ich sehr, sehr nett. Danke. Danke, danke, danke. So, jetzt machen wir weg. Bam. ...16 EP. Ja, das reicht immer noch nicht für ein Level-Up. Schade, schade. Ein Raupier, möchtest du das Pokémon wechseln? Ja, und diesmal ist Superwoman dran. Ja, sehr gut. Nach diesem Kampf wird Superwoman ein Level-Up erfahren. Das ist sehr gut.
Raupi Level 3. Wer ist? Schafft Supermom das vielleicht sogar allein? Das würde mich mal interessieren. Oh, das könnte eng werden. Das könnte echt eng werden. Ja, super, bloß wenn sie nicht trifft. Ja, okay, das war's dann. Okay, Cookie, du bist wieder dran. Dim, 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 dim. Opa. Boah, ein Capuchin, das ist ja phänomenal. Gib es auf, Trainer, du kannst diesen Kampf nicht mehr gewinnen. Bam. Super, man erreicht Level 3, oh mein Gott. Route 31. Das ist jetzt schon Route 31. Das hier ist nicht erst da oben. Warte mal. Route 30. What the fuck? Ist das jetzt schon eine neue Route? Das kann ich nicht glauben. What? Warte mal. Route 30. Okay, laut Pokédex gehört das hier echt. Gehört das hier echt zu Route? Ah. Okay. Ach ja, stimmt, ich erinnere mich. Das war auch dieser komische Übergang. Sobald man diese Treppe, Moment, da komme ich nicht lange. Sobald man diese Treppe hinaufgeht, also das hier ist quasi eine neue Route. Das ist, hier können wir wieder ein Pokémon fangen, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist hier doch sehr groß, dass wir wieder eins fangen, was wir bereits haben. Okay, das wäre der Weg, den wir... Nee, auf diesem Kurzweg treffen wir definitiv auf ein Pokémon. Wisst ihr, was ich mache? Ich glaube, ich werde genau hier auf dieser neuen Route jetzt warten. Also ich mache jetzt einen Cut und werde heute Abend nochmal zocken, damit ich hier vielleicht einen Hoothoot fange. Ich glaube, nachts gibt es auf der Route hier irgendwie Knofenser, Hoothoot oder Radfratz. Das haben wir alles drei noch nicht. Wenn ich jetzt hier rumlatsche, dann treffe ich wahrscheinlich wieder auf, keine Ahnung, Horny oder Topsy. Das wäre jetzt ein bisschen scheiße. Deswegen würde ich sagen, ja, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, wenn wir dann auf dieser Route hier ein hoffentlich neues Pokémon fangen. Tschüss!